Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von den Lebensabenteurern. Heute möchten wir euch dieses Smart Schloss hier vorstellen. Das ist von der Firma Yale und das ist ein modernes Schloss, was ja, quasi ein normales Schloss mit Schlüssel soweit ersetzt und dafür sorgt, dass wenn man zum Beispiel sein Smartphone dabei hat und das damit darauf eingestellt hat, dass man dann die Tür automatisch, dass sie sich öffnet, wenn man in die Nähe kommt und dass sie sich auch abschließt, wenn man sein Haus verlässt. Wie man das einbaut und wie das ganze Gerät funktioniert, das zeigen wir euch heute. Ja, wir sind ja hier in Schweden, haben deswegen natürlich auch ein schwedisches Türschloss und deswegen werden wir euch den Einbau speziell für schwedische Türschlösser zeigen. Im Deutschen oder im Europäischen sieht es normalerweise ein bisschen anders aus. Bei unserem ist es so, dass man als allererstes die Tür öffnen muss und dann von außen mit dem Schlüssel einmal das Schloss auf ja, also komplett so weit wie möglich auf Öffnen stellt und dann von innen gegengeht mit dem, und dann muss man den Schließer hier innen komplett auf Schließen stellen, so weit wie möglich. Der äußere Teil von dem Schloss, der wird gleich bleiben, also von außen verändert sich gar nichts, nur der innere Teil wird ausgetauscht. Und damit der Schließzylinder, während wir da innen dran arbeiten, nicht rausfällt und nicht auf den Boden fallen kann, müssen wir den vorher einmal mit Klebeband fixieren. Den inneren Teil von dem Schloss, also diesen Zylinderteil hier, den müssen wir abschrauben und dann den, ja, diesen vorderen Aufsatz hier einmal entfernen. Im Inneren befindet sich dann noch so eine kleine Verdeckplatte, die muss auch noch abgeschraubt werden. Also der alte Schließbolzen, der drin war, der wird durch dieses neue Teil hier ersetzt, mit den beiden Schrauben fixiert und da hinten kann man sehen, hier diese kleinen Fortsätze, die sorgen später dafür, dass sich dann der, ja, der Schließmechanismus auch bewegen kann. Dieser vordere Teil hier, der muss später noch eingekürzt werden, aber das schauen wir uns dann nochmal an. Ja, jetzt beginnt langsam die Fummelarbeit, denn man muss in einem kleinen Löchlein die Schrauben nach innen eintreiben, sodass sich der Mechanismus festsetzen kann. Franz ist vollkommen konzentriert und schwitzt schon langsam, dass die Brille beschlägt. Aber die Frage ist, ob hier was passiert. Ja, die Frage ist, ob was passiert, aber das ist der gute alte Vorführeffekt, den wir natürlich nutzen wollen. Aber siehe da, die Schraube greift. Wenn man das Schloss so einbauen will, dass es SSF-konform ist, das braucht man für einige Versicherungen, also dass man wirklich einen Einbruchsschutz auch hat von der Versicherung, dass es abgedeckt ist. Dann muss man noch so eine schwarze Sicherheitsplatte mit einbauen, die wird einfach in das Schloss mit reingetan und dann nochmal mit Schrauben fixiert. Dieser Schließbolzen hier, der muss, ja, darf maximal 4 cm lang sein, also so 3 bis 4 cm ungefähr sollte der sein. Das messen wir einmal nach. In unserem Fall haben wir Glück, es ist ja nicht länger als 4 cm, ansonsten müsste man den hier vorne eben dann noch entsprechend einkürzen. Für den Fall, dass ihr das einkürzen müsst, weil es jetzt zum Beispiel ein bisschen zu lang ist, könnt ihr das mit so einer Kneifzange einfach machen. Und hier sind so kleine Linien vorgezeichnet, wo so Vertiefungen drin sind. Da könnt ihr einfach ansetzen und das an der Stelle dann abkneifen. Weil ja nicht alle Türen gleich dick sind, werden die Schrauben in der Standardlänge mitgeliefert und müssen dann angepasst werden. Also ihr müsst einmal abmessen, wie lange ihr die Schraube wirklich braucht und sie dann dementsprechend einkürzen. Und dafür gibt es immer diese kleinen Aussparungen hier, wo kein Gewinde ist. Wichtig ist, dass ihr sie wirklich da einkürzt, weil sonst entsteht vorne ein Grat und dann macht ihr das Gewinde in dem, ja, im Schloss außen, also in dem Gegenstück dann kaputt. Jetzt kürzen wir das einmal ein. Als nächstes kommt dann diese Abdeckplatte drauf, die wird drüber gelegt und dann mit den beiden Schrauben fixiert und die gehen einmal komplett durch und greifen hier außen wieder in das äußere Schloss. Das ist ein bisschen Fummelarbeit, müsst ihr ja, ausprobieren, dass es richtig gut passt und wenn ihr die richtigen Löcher getroffen habt, dann könnt ihr es dann anschrauben. Dieser Bereich hier ist unser Schließmechanismus, also wo man einmal manuell auf und zu machen kann, aber wo auch dann die Automatik hinter sich verbirgt. Und das funktioniert auf der Rückseite, indem hier einfach eine Einsparung ist und dort wird dann der, ja, das, also kommt das Gegenstück rein.
vom Schloss. Und damit das richtig greifen kann, gibt es so einen kleinen Adapter dafür. Der wird dann später hier eingesetzt. Und den müssen wir jetzt auf unseren, auf diesen silbernen Stab aufbringen. Als letzten Schritt müssen wir jetzt natürlich noch diese Schließapparatur anbringen. Dazu müssen wir einmal diese Flügel auf den beiden Seiten ausklappen. Dann wird es hier auf das Schloss aufgesetzt. Und dann werden die Flügel wieder eingeklappt. Ja, also das Schloss haben wir schon mal angebracht. Der Teil hat schon mal gut funktioniert. Jetzt ist natürlich noch wichtig, dass es auch mit dem Smartphone verbunden wird. Also das Ganze im Softwarebereich muss jetzt noch eingerichtet werden, dass dann auch wirklich dieses Schloss erkennt, wann man geht, wann man kommt, dass es sich automatisch öffnet und automatisch schließt und so weiter. Und das zeigen wir jetzt euch im Anschluss. Hier unter dieser runden Klappe, die kann man aufdrücken, da sind die Batterien drunter. Das wird einfach mit 4 Magneten wird das festgehalten. Die Batterien werden gleich mitgeliefert im Paket. Man muss sie dann nur hier einmal die Sicherung rausmachen, um sie dann zu aktivieren, dass es auch dann wirklich Strom bekommt. Damit unser Türschloss dann später erkennt, wann die Tür geschlossen ist und wann sie offen ist, weil das ist ja wichtig, damit es mit der ganzen Smart-Systematik funktioniert, den Automatismen. Braucht es einen Sensor und das ist einfach ein kleiner Magnet, den man an der Türzarge anbringen muss. Der hat hinten eine Klebefolie drauf und der muss auf Höhe von dem Yale-Logo, also hier oben ungefähr so in dem Bereich, muss der angebracht werden. Das machen wir jetzt einmal. Als erstes reinigen wir dazu die Türzarge. Dann die Schutzfolie abziehen. Und dann wird er einfach dahin geklebt. Um unser Türschloss jetzt mit dem Handy bedienen zu können, da brauchen wir einmal die passende App dazu. Die heißt Yale Access und kann man im Google Play Store oder im Apple Store einfach runterladen, kostenlos. Wir haben das schon mal gemacht und gehen jetzt hier mal auf Öffnen. Und als erstes müssen wir dann ein neues Gerät hinzufügen. Und uns dann durch den Prozess klicken, bestimmte Benutzungsbedingungen hinzu. Und können uns dann mit einem vorhandenen Konto anmelden. Jetzt brauchen wir noch eine Telefonnummer. Und ein Passwort. Okay. Also es muss einfach ein sehr sicheres Passwort sein, was aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Zahlen besteht. Dann können wir uns anmelden und jetzt müsste an das andere Telefon, also an unsere Handynummer, ein Code gesendet werden. Den müssen wir hier eingeben und uns damit verifizieren. Anschließend noch einen Code, der an die E-Mail-Adresse gesendet wurde, dass man die auch noch verifiziert. Und als nächstes müssen wir zur Tür gehen und dort den QR-Code einscannen, der in dem Schloss, der da sichtbar ist. Der QR-Code, den wir brauchen, der befindet sich hier auf der Rückseite von unserem Batteriefach, also auf dieser Klappe hier. Und den scannen wir nun einmal mit dem Smartphone ein. Wir müssen dir einige Fragen stellen, um herauszufinden, was für ein Türschlosstyp deine Tür hat. Es wird also spannend. Beginnen. Hat dein Schloss einen Euro-Profilzylinder? Nein, wir sind in Schweden, wir haben kein Schloss. Gut.
Hat dein Schloss einen Riegel oder nur eine Falle? Also da oben seht ihr, das sind praktisch Riegel und wir haben einen Riegel, der ist zwar viel kleiner, aber mein Schloss hat einen Riegel. Muss der Türgriff zum Verriegeln hochgeklappt werden? Das ist zwar ab und zu in Schweden der Fall, bei uns allerdings nicht. Nein, ich kann normal verriegeln. So, ja, er dreht sich 360 Grad. Nein, er dreht sich um 90 Grad. Das wäre natürlich spannend. Gucken wir nochmal. Das wären jetzt wie viel? 45, ne? 90 Grad. 90 Grad. Ja, er dreht sich um 90 Grad. Wir haben ein Schloss Hardware erfolgreich ermittelt. Na, da bin ich mal gespannt, was wir hier so ermittelt haben. Dann Smart Lock installieren. Lass uns dein Schloss an deiner Tür installieren. Na, herzlichen Glückskeks. Und weiter geht's. Installationsanweisungen. Weiter, mein Schloss ist installiert. Ja, sonst wäre ich doch gar nicht erst hier. Mit DoorSense kann dein Smart Lock erkennen, ob die Tür offen oder geschlossen ist. DoorSense Installationsanweisungen. Weiter, DoorSense ist schon installiert. Es hängt bei uns schon dran. Smart Lock verbinden. Lass uns dein Smart Lock mit deinem Konto verbinden, damit du es verwenden kannst. Ja, Wollinger. Bevor du anfängst, stell bitte sicher, dass du in der Nähe deines Smart Locks bist, der Batterietrennstreifen entfernt ist, Hammer, und du das Tape von deiner Tür entfernt hast, Hammer, also Einrichtung starten. So, jetzt noch kurz einen Tee und dann kann es gleich weitergehen. Ja, er lädt. Das ist schon mal schön. Also er kann schon mal laden. Ah ja. Wähle einen Namen für dein neues Schloss. Vordertür? Nee. Ich nenne es mal Walter. So. Sehr schön. Walter. Welchem Zuhause möchtest du dieses Schloss hinzufügen? Ein neues Zuhause. Nein, Scorpet. Genau, Scorpet. Weiter, weil da leben wir gerade. Walter in Scorpet. Prüft die Firmware. Prüft, ob ein Firmware-Update erforderlich ist. Also er rennt hier mal durch. Ja, bei uns gab es heute Bratwurstsemmeln mit Kraut. Nee, also gab es nicht, aber anscheinend ist es Firmware-Update. Ja, warte. Eine Runde schlafen. Ja. Ah, es lädt. Ah, es passiert was. Schloss kalibrieren. Lass uns dein Schloss kalibrieren, damit die App weiß, wie sie deine Tür betätigen kann. Weiter. Bitte stelle sicher, dass DoorSense vor der Kalibrierung richtig installiert ist. DoorSense ist installiert. Dreh das Schloss komplett bis zum Anschlag in Richtung Verschließen. Halte die Position bis zum nächsten Schritt. Okay, machen wir. Dreh dein Schloss komplett bis zum Anschlag in die Richtung zum Aufschließen. Hinweis, wenn ein Knauf auch die Falle betätigt, halte die aufgeschnappte Position bis zum nächsten Schritt. Machen wir. Hammer. Dreh langsam den Knauf, bis die Tür verriegelt ist. Stoppe, nachdem das Schloss klickt. Weiter. Ja, jetzt wäre es spannend, was jetzt kommt. Dreh den Knauf langsam, bis die Tür entriegelt ist. Stoppe, nachdem das Schloss klickt. Hammer. Öffne die Tür, bis sie weit offen ist und genug, um durchzugehen. Tada! Jawohl. Oh nee, wir sind dick. Wir müssen ein bisschen weiter öffnen. Gut, Hammer. Weiter geht's. Halte die Tür so, oh, Mücken kommen, dass sie angelehnt ist und gerade noch nicht ganz geschlossen ist. Gerade weit genug, damit eben nicht alle Mücken hereinkommen können, um dann den Riegel oder die Falle den Türrahmen berührt. Hammer. Weiter. Schließe jetzt deine Tür. Ich möchte noch ein Bild haben, weil sonst wird es unlustig. So, jetzt habe ich das geschlossen. Weiter.
Jawollinge! Er hat einmal gesagt, bling, bling, die Tür ist zu und bling, 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 die Tür ist wieder offen. Dein Schloss wurde erfolgreich kalibriert, sie wurden jetzt von der Mücke gerade in den Fuß gestochen und es tut scheiße weh. Einrichtung fortsetzen. Der nächste Schritt folgt. Jetzt sind wir bei dem Jail Access angekommen und Einrichtung eben von unserem kleinen Empfangskästchen. Da gehen wir mal weiter. How would you like to connect your device to Wi-Fi? Set up a new Wi-Fi bridge. Na, dann schauen wir mal, wie wir die Bridge da gewifien. Set up a new Wi-Fi bridge. Mach mal. So. Natürlich den Code scannen. Gerade neigend, dürften wieder herholen. Lass uns dein Connect einrichten. Ja, wir haben ja auch lange genug auf dich gewartet, mein Freund. So, bitte nutze für dein Connect eine Steckdose innerhalb von 3 Metern, um dein Smart Lock zu connecten. Ja, jetzt geht es noch darum, den Stecker in die Steckdose zu stecken. Und das haben wir beim ersten Mal hingebracht. Beim anderen haben wir ungefähr ein halbes Jahr gebraucht. Aber jetzt ist der Stecker in der Steckdose. Bitte nutze für dein Connect eine Steckdose innerhalb von 3 Metern. Hat ja auch jeder direkt in der Umgebung der Tür. Meistens 8 Stück. Wir nicht. Aber okay, testen wir. Drücke und halte die vordere Taste auf deinem Connect für 5 Sekunden und warte einen Moment, bis es langsam grün blinkt. Okay, wir müssen also zu unserem kleinen Kästchen. Drücke und halte die vordere Taste auf deinem Connect für 5 Sekunden und warte einen Moment, bis es langsam grün blinkt. Ich würde mal sagen, das ist langsames grünes Blinken. Das akzeptieren wir mal. Okay, nachdem es jetzt grün geblinkt hat, gehen wir einen Schritt weiter. Okay, Licht blinkt grün. Klasse. Aktiviere die Standortdienste. Geh in die Standorteinstellungen. Letzte Standortanfrage. Standort verwenden. Jail Access. Welche Speicher? Das ist erweitert. App. Jetzt stehen wir wohl auf dem Schlauch. Was willst du von mir? Berechtigung auf App erweitert. Suche Standortdienste. Der Standort kann Quellen wie GPS Standortdienste, Google Standortfreigabe. Müsste doch passen, oder? Müsste passen, ne? Müsste passen. Okay. Dann gehen wir nochmal zurück. Geht es denn da weiter? Nee. Okay, Licht blinkt grün. Machen wir nochmal. Um nach WLAN-Geräten zu scannen, erfordert Android, dass die Standortdienste GPS aktiviert und auf hohe Genauigkeit gesetzt sind. Du kannst sie nach der Einrichtung deaktivieren. Also wenn man nur ein mobiles Netz hat, da könnte man dann schon mal so einen Halskasper kriegen. Aber ansonsten, wenn man dann sein festes WLAN einschaltet, geht's. Wir haben dein Connect gefunden. Lass uns dein Connect nun in dein WLAN-Netzwerk. Netzwerk integrieren. Seriennummer Halleluja. Weiter. Welche Smart Lock möchtest du mit diesem Connect verbinden? Den Walter. Und wie geht's jetzt weiter? Aha, man muss auf den Walter klicken. Bitte wähle ein WLAN-Netzwerk zur Benutzung mit deinem Connect. Weiter. Bitte warten, während wir dein Connect im WLAN einrichten. Dein Telefon wird währenddessen möglicherweise vom WLAN getrennt und erneut verbunden. Und Gott sei Dank fliegt es nicht in die Luft und wir müssen es irgendwo auf unserem Dach wieder suchen. So, gucken wir mal. Der Kreis läuft. Wenn wir dafür, ja, pro Kilometer, was dieser Kreis hier läuft, was bekommen hätten, dann wäre es schon ganz schön ordentlich. Gucken wir mal. Wartet, dass Connect dem Netzwerk beitritt. Ja, unser Netzwerk ist da recht eigen. Ja, das lässt hier nicht jeden rein. Deswegen dauert es ein bisschen länger. Ja, das ist ein sehr heikles Ding. Ja, mal gucken. Ich denke, da können wir eine kurze Pause machen und einen Kaffee trinken. Falls
der Router zu weit entfernt ist, wie es bei uns anscheinend ist. Bitte trenne dein Connect vom Strom und stecke es so nah wie möglich am Router erneut ein. Das wird uns helfen, dein Connect im Netzwerk einzurichten. Na, das hoffe ich mal. Also, let's test. Ihr Connect wurde zum WLAN hinzugefügt. Lassen Sie uns als nächstes Ihr Bluetooth- und WLAN-Signal testen. Signale testen. Bitte warte. Oh, anscheinend benötigen wir eine stärkere Bluetooth-Verbindung zu deinem Smart Lock. Lass uns versuchen, dein Signal zu verbessern. Machen wir. Suche alle Steckdosen in der Nähe deiner Tür. Gibt es Steckdosen an verborgenen Stellen wie hinter Wänden oder in einem anderen Raum? Ist eine andere Steckdose verfügbar? Trenne dein Connect vom Strom und schließe es an die neue Steckdose an. Drücke nicht die vordere Taste deines Connects. Machen wir. Bitte warte, während wir deine Bluetooth- und WLAN-Signale analysieren. Na, dann gucken wir doch mal, ob es dieses Mal klappt. Wir sind guter Dinge. Denn jetzt ist der WLAN-Router, unser Connect und unser Schloss eigentlich an ein und der gleichen Stelle. Unser Schloss Walter ist nun mit dem Connect verbunden und kann jetzt ja verwendet werden. Also der Walter ist jetzt nun eingerichtet und man muss entweder mit einem Fingerabdruck oder mit einem Gesichtsleserchen arbeiten oder eben mit einem Code. Wir haben uns für den Code entschlossen, dass man eben vorne in den PIN eingeben muss. Und wenn man auf den Walter drauf drückt, dann kann man den dann eben wieder entriegeln, wenn man mein Passwort eingibt. Aber das ist total geheim. Das kann ich euch nicht zeigen. Okay, ich muss mich authentifizieren, dass ich auch wirklich... Und Walter ist jetzt entriegelt. Also, der Yale selber, der nimmt immer das stärkste Signal, was er gerade hat. Jetzt ist es eben Bluetooth. Und wenn wir drauf gehen und sagen, wir möchten jetzt schließen, dann geben wir unseren Code ein. Und dann ist es geschlossen. Und je nachdem, wie ihr es benutzen wollt, also eben über WLAN oder über Bluetooth, wenn ihr in der Nähe des Hauses seid, dann könnt ihr eben auch, wenn mal das WLAN ausfällt, eben auch mit Bluetooth aufsperren.